Battlefield 2042 erscheint am 22. Oktober 2021 für den PC und die Konsolen. Allerdings wird es, wie eigentlich bei jedem Battlefield, auch vorab schon die Möglichkeit geben, ins Spiel hineinzuschnuppern. Denn wie auch bei vielen vorigen Teilen aus der Battlefield-Reihe wird es eine Alpha, eine Beta geben, eine Trial-Version und so weiter. Und genau diese verschiedenen Versionen und Möglichkeiten, wie ihr Battlefield 2042 früher spielen könnt, schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Natürlich ist noch nicht jedes Detail bekannt, aber die grundlegenden Dinge wurden eben schon bekannt gegeben und da werfen wir nun einen Blick drauf. Zum einen gibt es natürlich zuallererst die Alpha von Battlefield 2042. Die soll schon im Juli starten, allerdings mit einem streng limitierten Zugang und das heißt, dass die meisten von uns an der Alpha wahrscheinlich auch nicht teilnehmen werden. Denn nur ausgewählte Spieler werden Zugang zur Alpha bekommen. Das bedeutet letzten Endes, dass wahrscheinlich einige große YouTuber Zugriff bekommen werden und eben Spieler, die schon ein gewisses Maß an Stunden auf ihrem Battlefield-Konto haben. Die dürfen dann in die Alpha reinschnuppern und das Ganze ausprobieren. Aber ich denke, da sollte man sich als Otto-Normalspieler nicht allzu viele Hoffnungen machen, dass man dort eben auch einen Zugang bekommt. Wesentlich bessere Chancen, einen Zugang zu bekommen, hat man dann bei der Open Beta, die in den Wochen vor Release wahrscheinlich stattfinden wird und ja als technischer Stresstest für das Spiel und die Server gedacht ist. Wirklich konkrete Informationen zur offenen Beta gibt es allerdings auch noch nicht, aber man kann davon ausgehen, dass die Open Beta eben gar nicht so open wird, wie der Name vermuten lässt, denn um hineinzuschnuppern, so wie es jetzt aussieht, wird man das Spiel zumindest vorbestellen müssen. Auf jeden Fall bekommt man als Vorbesteller garantierten Zugang zur offenen Beta. Das heißt, wenn ihr das Spiel vorbestellt, dann seid ihr auf jeden Fall dabei. Aber auch hierbei gibt es bestimmte Dinge zu beachten, denn wer die Standard-Edition vorbestellt, bekommt Early Access zur Open Beta, das ist klar. Momentan wird da noch gemunkelt, ob man, wenn man dann eben auch noch ein laufendes EA Play-Abo hat, vielleicht sogar Vorabzugang zur Open Beta bekommt. Vorabzugang auf das richtige Spiel bekommt man dann auch, wenn man gewisse Editionen des Spiels vorbestellt. Vorbestellen muss man in dem Fall, weil ansonsten könnt ihr es ja auch nicht vorab spielen. Und zwar, wenn ihr die Gold oder die Ultimate Edition vorbestellt, bekommt ihr Early Access zum fertigen Spiel. Und zwar könnt ihr dann schon ab dem 15. Oktober spielen. Allerdings begrenzt auf eine Spielzeit von 10 Stunden. Das heißt, dass man sich eben mit einer der beiden Editionen nicht einen Riesenvorsprung erspielen kann, bis dann am 22. Oktober alle anderen Spieler folgen, aber man hat schon die Möglichkeit, 10 Stunden in das Spiel hineinzuschnuppern und ja, eben doch einen kleinen Vorsprung auf andere Spieler zu haben. Nochmal zurück zur Open Beta, da wird es wie gesagt so sein, dass wenn ihr ein bestehendes EA Play Abonnement habt, eben auch die Open Beta spielen könnt. Außerdem werdet ihr allerdings auch, wenn ihr Vorbesteller einer der drei Editionen seid, Early Access zur Open Beta bekommen, was wiederum bedeutet, als Vorbesteller erhaltet ihr gesicherten Zugang zur Open Beta und auch früheren Zugang zur Open Beta, bis dann eben der Otto Normalspieler, der dann vielleicht zufällig ausgewählt wurde, die Möglichkeit hat, die Open Beta zu spielen. Also haben wir summa summarum die Möglichkeit, entweder das Spiel vorzubestellen oder ein EA Play Abo abzuschließen, um definitiv in die Open Beta hineinzukommen. Ich denke aber, dass es auch Möglichkeiten geben wird, sich als Nicht-Vorbesteller auf die Open Beta zu bewerben und da dann eben Glück haben muss, reinzurutschen. Ich weiß noch, dass damals bei Battlefield Bad Company 2 war es, glaube ich, da war es auch so gewesen, unter anderem, dass man sich eben zur Open Beta anmelden konnte und da hat eigentlich fast jeder einen Platz bekommen. Dieses Mal müssen wir mal schauen, wie das wird und ob denn auch ein Großteil der Spieler einen Platz in der Open Beta bekommt. Also, unterm Strich kann man sagen, Alpha im Juli, wohl für die meisten Spieler nicht, danach Open Beta irgendwann in den Wochen vor Release und direkt vor Release eben mit der Gold und Ultimate Edition Early Access zum Spiel und dann am 22. Oktober eben der richtige Release.
Was ist eure Meinung zu diesem Release-Plan? Ich kann mir vorstellen, dass gerade der Early Access vielen sauer aufstoßen wird. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten gilt natürlich wie immer, wenn euch das Video ein bisschen gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Däumchen da. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert einfach diesen YouTube-Kanal, um auch in Zukunft mit allem zu Battlefield 2042 versorgt zu sein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Reingehauen.